Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Millennia. Und jetzt räume ich erstmal mein Inventar aus. So. Erstmal ein bisschen Ordnung schaffen, weil ist ja lebenswichtig. Das kann man da raus, das kann man da rein, das auch. Eigentlich kann ja alles runter. Also so, das meiste zumindest. Und Dreck können wir auch mal hier reinpacken. Vielleicht brauchen wir irgendwann mal ein bisschen Dreck. Haben wir schon wieder einen Bogen, den wir eigentlich nicht brauchen. Ein bisschen Äpfel. Die Schallplatte packe ich auch mal mit hier rein. So. Und den Rest schmeiße ich jetzt da runter. So. Tada. Bitteschön. Okay. War es das auch schon wieder. Und ich würde sagen, wir sind irgendwie ganz schön aus. Ich würde sagen, ich stelle erstmal wieder die Playlist an. Dann gucke ich, ob die hier drüben wieder eine Quest für mich haben. Also eine Aufgabe. Okay, haben sie nicht. Aber ich kann ja mal gucken, ob dieser alte Mann jetzt wieder was hat. Weil es ist ja mittlerweile eine Nacht vergangen. Vielleicht kann der ja wieder reden. Scheint aber nicht so. Also der kann an sich nicht reden, wenn ich draufklicke. Aber da steht auch nichts oben drüber. Also habe ich so das Gefühl, dass die keine Quest haben. Machen wir halt einfach jede Aufnahme eine neue Quest oder so. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, wir pflücken jetzt erstmal da Zeug. Und danach pflücken wir Kühe. Deswegen nehme ich mal ein bisschen Weizen mit. Oh, wir haben nur noch 15 Weizen. Uiuiui. Oder die Waldfee. Okay, so. Aber ich würde sagen, ich kann ja erstmal wieder den nächsten Kommentar vorlesen. Weil der MaxStorm21 hat noch einen Kommentar geschrieben, netterweise. Und zwar hat er mich gefragt, was ich von der Oculus Rift halte. Also, und wie ich es so finde, The Dropper und sowas mit der zu spielen. Also erstmal kurz zur Erklärung, falls irgendwer das nicht kennen sollte, weil er unter einem Stein gewohnt hat oder so. Nee, kann natürlich sein, dass man das nicht so kennt, weil es ja auch, ja, schon, ich weiß nicht, wie bekannt die ist. Also ich kenne die schon relativ lange. Ich glaube so, seitdem die entwickelt wurde oder so, kenne ich die schon. Also nicht seitdem die entwickelt wurde, aber seitdem es halt die erste Version gab, kenne ich die schon. Beziehungsweise ich weiß gerade gar nicht genau, ob das jetzt immer noch die erste Version ist oder ob es mittlerweile schon eine nächste Version ist, die gerade draußen ist. Auf jeden Fall, eine Sache, die ich gleich mal dran auszusetzen habe, ist, dass Facebook die gekauft hat. Das fand ich richtig kacke. Weil ich meine, Facebook muss nicht unbedingt irgendwie alles kaufen und um irgendwie, ja keine Ahnung, irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe da zu fixen, sondern die können auch einfach mal irgendwen was machen lassen. Ich meine, die hatten so eine gute Idee damit, die Firma, die das vorher hatte, und dann hat Facebook das einfach gekauft. Ja okay, ich meine, vielleicht kann Facebook das jetzt ein bisschen besser irgendwie unterstützen oder so. Ich weiß ja nicht, ob die das jetzt weiter programmieren oder so. Habe ich mich nicht so genau drüber informiert, muss ich zugeben. Irgendwie sind ja noch ganz schön wenig Kühe. Die füttern wir erst noch. Ne, ich weiß jetzt gar nicht, ob die alte Firma das jetzt noch weitermacht. Oder ob Facebook das jetzt komplett übernimmt. Also die Programmierer von Facebook und so das übernehmen. Das muss ich ehrlich gesagt sagen, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, ja. Die können das halt vielleicht ein bisschen besser unterstützen, so finanziell, weiß ich jetzt nicht. Wobei ich eigentlich denke, dass wenn die das alles verkaufen werden, die ganzen Oculus Rifts, dann sollte das eigentlich genug Geld einbringen, um die Forschung und die, das Herstellen da voranzutreiben. Aber, ne, ist halt denen ihre Sache, die haben das jetzt halt verkauft, jetzt wird das von Facebook weitergemacht. Hoffentlich wird das auch was, weil wenn nicht, dann bin ich extrem sauer auf Facebook. So, auf jeden Fall erstmal so zum Erklären, was das ist. Das ist so eine Brille. Ich glaube, das wollte ich eben gerade mal erklären, aber irgendwie bin ich dann wieder abgeschweift. Das ist echt schlimm. Nee, das ist auf jeden Fall so eine Brille. Die setzt man sich halt auf und in der Brille sind Monitore drin. Bedeutet, man schließt sie halt an den PC an, packt die sich dann auf den Kopf und dann kann man da halt durchgucken, kann seinen Kopf bewegen, dann bewegt man sich halt in-game oder so. Ne, ist halt so eine Brille zum Zocken gedacht und das sieht dann halt wirklich 3D aus, weil es sind halt zwei Monitore. Auf beiden Seiten halt einer, ne? Für jedes Auge einer. Deswegen sieht es 3D aus, weil das 3D-Bild, das entsteht ja, upsala, da habe ich jetzt ein kleines Kuh getötet.
Nee, das 3D-Bild entsteht ja einfach nur, weil unsere Augen zwei verschiedene, etwas versetzte Bilder sehen. Und dadurch bildet halt das Gehirn diese 3D-Ansicht oder so. Keine Ahnung. Also nur so irgendwie, keine Ahnung, wie ich das jetzt genauer erklären soll, aber es sollte eigentlich klar sein. Ansonsten, wenn euch das interessiert, dann googelt doch einfach mal 3D, falls ihr das nicht wissen solltet. Ich meine, es gibt ja immer mal Leute, die sowas nicht wissen. Genauso ist es ja mit Tönen. Da gibt es ja auch zig Beispiele, in denen man hören kann, dass eigentlich Stereo auch so aufgenommen werden kann, also programmiert werden kann, so, keine Ahnung, darauf ausgelegt werden kann, dass es sich so anhört, als wäre es halt Surround Sound. Aber, ne? Ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall ist das halt so eine Brille, da sind zwei Monitore drin, dass man halt 3D sieht. Wenn man den Kopf bewegt, dann bewegt sich halt die Person in-game. Und ist eigentlich ganz geil. Zurzeit ist das, glaube ich, noch so eine Entwicklungsversion. Also die endgültige Version weiß ich gar nicht, wann die rauskommen soll. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht erzähle ich gerade Kacke und die ist schon draußen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich eigentlich schon vor, mir so eine zu kaufen. Zumindest, wenn sie nicht zu teuer ist. Aber es kann natürlich sein, dass die mega teuer wird, weil die Bildschirme sind relativ nah an den Augen dran. Und dadurch braucht man halt eine gute Auflösung. Ich glaube, die wollten da pro Auge einen 4K-Monitor reinbauen, was ja eigentlich schon echt krass ist. Weil wenn man sich mal so überlegt, so eine Brille, okay, die ist jetzt vielleicht so hoch wie ein Kopf oder so. Naja, okay, vielleicht wie ein halber Kopf. Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Genauen Maße habe ich jetzt nicht im Kopf. Haha, Köpfe. Nee, aber das ist ja schon relativ klein, relativ nah am Auge dran. Und dann da einen 4K-Monitor reinzupacken, eieiei. Das ist schon... grenzt schon fast an die Unmöglichkeit. Naja, aber auf jeden Fall an sich finde ich das richtig geil. Ich werde mir also eine kaufen, wie gesagt, wenn die nicht zu teuer ist, dann werde ich damit, denke ich mal, auch mal was spielen. Und ich meine, so Dropper oder sowas, da wird das dann ja erst richtig eingesetzt, weil ich meine, jeder kann Dropper spielen, aber wenn man das jetzt mit einer Oculus Rift macht, dann wird das natürlich wieder zu einem Highlight. Weil, ist halt ein bisschen schwieriger, so Jump'n'Runs in Real Life zu machen, als in Minecraft mit der Maus. Ich glaube, ich brenne das hier mal kurz. Ja, und sowas halt. Also Oculus Rift finde ich cool, bis auf, dass sie die halt, wie gesagt, an Facebook verkauft haben. Hoffentlich macht Facebook da was draus. Weil ich will die nämlich auch irgendwann noch benutzen. Aber ansonsten... bin ich mal gespannt auf das Ergebnis. Ich denke mal nicht, dass sich das Ergebnis dadurch jetzt, dass das Facebook gekauft hat, irgendwie verschlechtern wird. Vielleicht wird die Qualität ein bisschen größer, also ein bisschen höher oder so. Vielleicht können sie es finanziell ein bisschen besser umsetzen. Weiß ich nicht. Weil ich meine, das ist natürlich, wie gesagt, ne, Produktionskosten und sowas sind ja auch dann schon ganz schön hoch. Höchstwahrscheinlich. Ja. Aber hört sich auf jeden Fall geil an. Man kann ja mal gucken, hier auf YouTube einfach Oculus Rift eingeben. Wird so geschrieben, warte kurz. So, Oculus Rift. Einfach mal auf YouTube eingeben und dann findet man da eigentlich schon gute Sachen, auch von deutschen Let's Playern zum Beispiel, dem Let's Taro oder German Let's Play oder sowas. Die haben damit schon Sachen aufgenommen. Sieht auf jeden Fall geil aus. Für einen Zuschauer sieht das jetzt halt nicht so realistisch aus, weil das halt dann nicht 3D ist und das ist dann halt nur ein Auge und das ist dann so rund und das ist dann... Nö, aber... das ist halt einfach so ein bisschen, um da mal reinzugucken. Und sieht schon echt geil aus. Also ich fand's schon schön. Mal gucken, wie viel haben sie denn jetzt hier? Bücherregal, 30. Ja, haben wir schon mal 30 Bücherregale verkauft. Gucken wir mal, ob der jetzt wieder irgendwie mit uns reden will. Hallo, Freund des Dorfes. Nö, irgendwie müssen wir denen noch mehr Sachen verkaufen. Ja, okay, und an sich, ich finde, also ich glaube, so auf Dauer könnte das schon echt zu einer guten Alternative zu Maus und Tastatur werden. Gerade jetzt hier für die PC-Gamer. Allerdings glaube ich nicht, dass ich das komplett dagegen durchsetzen würde. Also ich denke mal, Maus und Tastatur werden schon noch stark benutzt, selbst für die, von den Leuten, die dann so eine High-End Oculus Rift, nenne ich es jetzt einfach mal, haben. Ah. Die wollen jetzt wieder Aigo überfallen, deswegen, Moment, wir machen mal kurz noch eine Action. Aigo, bei Fuß.
Auf dem Weg ins Bett. Die sind alle auf dem Weg ins Bett. Ich dachte, die wollen hier kämpfen. Und jetzt verpissen die sich einfach. Oder denken die jetzt nur daran? Macht mal, da sind zwei Leute gespawnt. Gucken wir mal, was die hier machen. Okay, die schlafen auch, und zwar draußen. Ach, das sind... Okay, jetzt sind die gerade respawned, die wir das letzte Mal getötet haben, scheinbar. Aber die schlafen alle. Ich hoffe mal, dass die jetzt auch schlafen bleiben. Warte mal, irgendwas habe ich hier unter meinem Mauspad. Was ist denn das? Was ist denn los mit dir? Anscheinend einfach ein bisschen Dreck. Okay. Ah, jetzt passt wieder. Haha, okay. Anscheinend gibt es hier gerade noch keinen Überfall. Müssen wir halt morgen mal gucken. Ich kann mal gucken, ob unsere Holzfäller noch da sind. Die rennen jetzt auch gerade alle ins Bett. Aber die sollten auch da sein. Warte mal, da stehen Viecher. Achso, übrigens, wie man hier jetzt sieht, meine Sorgen waren alle umsonst, weil die werden gar nicht angegriffen. Upsala. Hallo? Die werden gar nicht angegriffen von... Alter. Von den Viechern hier. Ja, hier ist sogar eine Rüstung. Geil. Hier, jetzt hört doch mal auf, hier rumzucheaten. Schießt, genau, schießt euch lieber selber ab. Das finde ich auch in so Spielmodis wie Trouble Mineville immer sehr sinnvoll, sich gegenseitig mit Pfeilen abzuschießen. Weil das wird leider auch sehr viel zu oft gemacht. Ich frage mich eigentlich, warum ich hier mir die Mühe mache und die jetzt irgendwie schlage, weil eigentlich kann ich die einfach abschießen. Aber ist ja egal. So. Jetzt bin ich aber total abgeschweift. Warte mal, da hinten ist eine Hexe. Die scheiße ich jetzt aber mal mit dem Bogen ab. Na du, guck mich nicht so blöd an. Ach, das war's schon. Die ist ja eine Pussy. Hat jetzt irgendwas gedroppt? Warte mal, die hat irgendwas gedroppt und zwar zwei Glowstone. Ja, geil. Wo ist der? Ah, da ist der. Na du, okay. So. Ach, hier sind überall Viecher mit Rüstung, Alter. Ich überwache jetzt hier mal so ein bisschen das Dorf. Ich will jetzt nicht mehr sterben. Okay. Also das mit den, dass man so lange draufschlagen muss bei denen mit Rüstung, nervt schon noch ein bisschen, aber ist ja irgendwo auch ein bisschen realistischer. Alter. Ach, da ist noch eine Spinne. Ja, geil. Auch jetzt kommen die hier wieder zu dritt. Ja, nee, ist klar. Komm schon. Ihr könnt auch mal ein bisschen fair zu mir sein, oder etwa nicht? Übrigens, ja, ist taktisch klug, jetzt nicht auf den nächsten, sondern auf den mit dem wenigsten Leben zu gehen, weil wenn der dann schon mal tot ist, dann schießen weniger Leute auf dich und so, ne? Die verlieren ja dadurch, dass die gehittet sind, nicht irgendwie an Stärke. Warum hat die denn hier nur den halben Turm gemacht? Hatte die etwa nicht genug Zeit, oder wie? Okay, die ist jetzt einfach durch Fallschaden gestorben, dann ist ein Slimechen. Da ist es. Ach nee, das ist kein Schleimchen, das sind zwei Creeper. Das sind zwei Creeper. Das sind zwei Creeper. Alter, was ist denn hier gerade los? Was ist denn los mit denen? Da kommt ein Spinny, da kommt noch ein Spinny. Da hinten ist ein Creepy. Noch ein Creepy. Boah, jetzt kommen hier. Hat er mich etwa gesehen oder wie? Oh. Ach komm schon. Du kannst mich doch nicht einfach so aus dem Hinterhalt angreifen, Junge. Willst du mich denn verarschen oder wie? Okay. Ich hatte keine Lust zu explodieren. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ich habe auch keine Lust, mich selbst in die Luft zu sprengen. Als Creeper wäre mir das auch zu blöd, wenn ich dazu gezwungen werden würde. Komm schon. Alter. Nie Zombie-Armee. Was ist denn hier los? Alter. Was geht denn hier gerade überhaupt? Gibt es hier auch noch kleine Mini-Slimes. Komm, wir machen jetzt ganz viele Slimes. Way. Okay. Ich sollte mal was essen, aber erstmal muss ich Slimes fertig töten. So, haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. So, jetzt esse ich kurz was. Okay, hier haben wir jetzt wieder einen Creeper in die Luft gerissen. Den hat's voll zerrissen. Spinny. Way. Ich find's doof, dass man hier durch diese... nicht durchschlagen kann. Okay. Ist immer doof hier mit dem Bogen, also mit, wenn der andere einen Bogen hat, im Wasser zu sitzen. Ne, das habe ich, glaube ich, irgendwann auch schon mal erzählt, aber ich mache es natürlich trotzdem. Na, Spinny.
Na. Ich wollte ihn eigentlich. Ist aber ein bisschen schwer mit dem. Komm. Ach komm schon, Skelett. Schieß doch mal den Creeper hier ab. Alter. Schieß den ab. Oh, okay. Die können mir doch mal ein paar Schallplatten geben. Kommt doch. Ach, jetzt fall doch nicht darunter. Mann, bist du denn eigentlich dämlich? Oh, hi. Ohio. Die sind ja nicht so stark, deswegen kann man da schon ein paar Mal auf sich schießen lassen. Wenn man jetzt gerade keine Rüstung hat, beziehungsweise wenn irgendwer anders diesen Bogen bedient, dann ist der nicht so stark. Also dann ist er noch stärker, wollte ich jetzt eigentlich sagen. Weil dann macht er schon relativ viel Schaden. Okay. Das ist irgendwie manchmal ganz schön knapp, habe ich so das Gefühl, dass bevor die explodieren, da habe ich irgendwie manchmal ganz schön Glück. Was mir auch gerade auffällt, seitdem ich mit der 1.8 spiele, habe ich die ganze Zeit den Finger auf dieser Steuerungstaste. Ich habe das nämlich mal umgelegt, Zoomen ist jetzt bei mir auf Y und Sprinten auf Steuerung. Und seit der 1.8 habe ich die ganze Zeit den Finger auf der Taste, dass ich die ganze Zeit weiter sprinte. Das finde ich an sich ganz cool, dass die so eine Sprinttaste eingebaut haben. Und ich sollte die vielleicht mal umlegen. Ich weiß nicht, aber dann kann ich halt auch nicht mehr sneaken. Und ich glaube, wenn ich jetzt sneaken umlegen würde, dann wäre ich ganz schön am Arsch. Och komm, schieß doch nicht hier mitten rein. Ich will mir hier diesen Kampf angucken. Komm, geh lieber mit da rein. Kein Bock? Ja, ja, ja. Och. Jetzt geht doch alle mal kacken. Okay, die töten sich jetzt gegenseitig. Komm, da. Da hast du wieder einen Kamerad zum Spielen. Spielt miteinander. Scheiße. Die machen sowas nie. Nur dann, wenn sie es nicht machen sollen. Wo ist hier der Slime? Ich höre doch wieder einen Slime. Hier? Nee. Au. Okay, anscheinend will der Slime sich nicht zeigen. Sonst hätten wir jetzt wieder Slimebraten gehabt und so. Ja, Schweinebraten, haha. Ah, okay. Ups. Ja, nee, das war, weil... Wir hatten mal einen Lehrer an der Schule, der hieß Schweinebraten. Deswegen bin ich da jetzt gerade drauf gekommen. Also, Herr Schweinebraten. Das ist halt irgendwie... Hm. Da denkt man sich doch nur so, warum? Warum heißt jemand Schweinebraten? Ich meine, klar, ist lecker und so, aber warum? Da ist doch irgendwie auch die Menschheit nicht so ganz dichte gewesen. Aber, naja, ist egal. Ja, Zombie. Boop. So, wird denn jetzt so langsam mal wieder Tag? Geht die immer noch schlafen? Alter. Was machen die denn? Die ist gerade auf dem Weg ins Bett. Hat mal wieder die Nacht durchgemacht. Ja, nee, ist klar. Und jetzt den ganzen Tag pennen. Ja, ja, so sieht das hier also aus. Andere müssen arbeiten und du pennst hier den ganzen Tag. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir doch mal nach Ego. Weil jetzt wird es ja Dach. Und wenn die dann hier wieder aufstehen, dann wollen die doch bestimmt wieder das Dorf verteidigen. Eigentlich können wir doch denen ihre Kühe töten, oder? Die brauchen die doch eh nicht. Die stehen hier nur im Weg rum, wenn ich jetzt irgendwie mal die Leute töten will. Na los. Alter, was geht denn mit der? Warum ist sie denn eigentlich immer noch auf dem Weg ins Bett? So ganz unverbacken ist das ja auch nicht mehr, ne? Ja, egal. Die sollten ja gleich wieder aufstehen. Denke ich mal. Die schlafen gerade alle. Hm. Ja, okay. Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt gerade? Ach, guck mal. Jetzt sind die wach. Die sammeln Ernte. Also wollen die jetzt gar nicht angreifen oder wie? Ich dachte, jetzt gibt es hier mal wieder ein bisschen Action. Aber nein. Ich töte jetzt nur kurz die ganzen Viecher, die hier rumstehen. Wenn die dann nämlich das nächste Mal andeuten, also angeben, dass die die angeblich angreifen wollen, dann... Na, können wir die hier alle abschlachten, ohne dass wir die Tiere töten. Weil die Tiere, die stehen ja nur im Weg rum. So. Die hier stehen auch immer nur im Weg rum. Ja, genau, dich meine ich. Komm, verbrennen, du Sau. Da ist ein Zombie. Guck mal, ich kann den jetzt einfach mit einer Uhr schlagen. So. Und wenn ich jetzt hier noch ein paar Sekunden warte, kriege ich vielleicht Experience, weil der durch Feuer stirbt. Komm, hau ich mal mit der Uhr drauf.
Okay, das finde ich ganz cool. So, was machen die denn jetzt hier? Ach, der angelt. Ja, ist natürlich schön, hier drinnen zu angeln, ne? Hast du dir auch gerade mal überlegt, dass du rausgehen könntest, oder wie? Oder ich muss einfach hier neu starten. Das kann natürlich auch sein, man weiß es nicht. Ach, jetzt ist der auch hier draußen. Okay, der angelt immer noch rückwärts, aber ist ja egal, ne? Passt schon alles. So, also jetzt will hier niemand irgendwie Dorf verteidigen oder so. Der macht Rohstoffe liefern. Was macht der hier? Gar nichts machen die. Die stehen hier einfach nur. Okay. Ich dachte, jetzt gibt's hier irgendwie mal wieder. Okay. Dann machen wir hier wenigstens ein bisschen Action. Aua. Okay, das war irgendwie unnötig, aber ist ja egal, ne? Ein bisschen unnötiges Zeug muss auch mal sein. Warum können die denn nicht mal kämpfen, wenn die das schon sagen? Oder sind die jetzt gerade hier noch auf dem Weg hierhin? Mal gucken, vielleicht kriegen wir gleich eine Nachricht. Der hat sich gerade wieder durch die Tür durchgeportet. Okay. Dann halt so, wenn du meinst. Moment, die erweitert doch noch den Turm. Dann gucken wir doch mal kurz bei dem Turm vorbei. Eigentlich könnten wir jetzt auch wieder einen Cut machen, fällt mir gerade so auf. Weil irgendwie nehmen wir ja schon wieder ganz schön lange auf, ne? Wäre irgendwie eine ganz gute Idee. Will die hier den Turm nicht weiterbauen? Egal, wir gucken uns einfach nächste Folge an, ob die den Turm hier weiterbauen will oder nicht. Und jetzt würde ich sagen, mache ich erstmal kurz einen kleinen Cut. Also dann bis in der nächsten Folge. Tschüss.